heartache. If you want to open your door, I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in. Der wilde, wilde Osten fängt in Jericho an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt schon gesehen. Und wir haben welchen Tag heute? 3. Oktober. Das ist was für einer? Tag der Deutschen Einheit. Und genau. Dann vereinigen wir uns, Ost und West, und fahren in den Osten. Ja, ist doch auch gut. Weil im Westen leben wir ja. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Die ersten Fahrszenen habt ihr gehört. Wir haben eine wunderbare Nacht schon verbracht. Aber wann erzählen wir euch das? Stimmt gar nicht. Wir können das ruhig jetzt erzählen, weil das Intro lief ja schon. Hast du vorweg gemacht. Ja, habe ich ja vorweg gemacht. Das habt ihr ja schon gesehen. Ja, wir haben in Stendal die erste Nacht verbracht. War schön ruhig. Also ganz. War erstmal eine tolle Tour, da hinzufahren. Alter Falter. Ja, was ist denn im Altmarkkreis Salzwedel und Stendal los? Nur Baustelle. Ja. Da eine Umleitung, da eine Umleitung, da eine Umleitung, noch eine Umleitung, noch eine Umleitung. Und okay, naja. In Stendal war klar, weil da bauen sie ja die A14. Da freuen wir uns schon auch, wenn die fertig ist, auch endlich eine Erholung. Ja, aber in Stendal haben wir dann auf dem kostenfreien Stellplatz gestanden. Ich, wie gesagt, ruhig und vor allen Dingen auch dunkel. Also das heißt, man kann gut schlafen, muss man nicht alles zumachen. Das hat gut geklappt. Das war sehr gut. Na okay, außer wenn natürlich ein LKW kommt und genau da rein leuchtet. Ja, der hatte die ganze Nacht seine lila Beleuchtung an. Ich weiß nicht, ob der Puffbeleuchtung da hatte oder sowas. Ich weiß. Puff wie... Ja, und jetzt sind wir nach Jericho gefahren. Da werden wir auch eine Nacht verbringen. Auch ein kostenfreier Stellplatz, aber nur 5 Stellplätze. Wir wollten ja gestern schon. Also, Risiko, machen wir mal nicht. Mhm. Ja. Heute sind 2 frei, also alles gut, alles prima. Und wir gucken, wie das Wetter wird. Wird das Wetter gut? Hier ist ein Kloster. Das sieht schon genial aus. Wollen wir uns mal angucken, ne? Wäre ein guter Plan, ne? Ja. Aber es geht noch weiter. Neustädter See, da wollen wir hin, treffen mit Freunden. Das ist das Ziel. Und das werden wir alles in diesem Video hoffentlich erleben. Wir wissen es ja noch nicht. So, jetzt haben wir die Kamera vergessen, aber das soll egal sein. Lass uns besser laufen, stehen lassen, weil das irgendwie wackelt, das glaube ich. Genau, wir stehen jetzt hier vor diesem vor diesem Ticket-Shop sozusagen. Wir wollen natürlich auch uns die alte das Mühle, das haben wir ja gehört. Das ist, dort ist nämlich noch ein Teil der, des Mühlengedöns. Genau, wir wollen uns sozusagen das Museum angucken, deswegen muss man Tickets haben. 7 € pro Erwachsener. 4 € für Kinder. Genau, es gibt so einen Audio-Guide, auch sogar speziell für Kinder. Ich weiß nicht, wie der ist, das kann ich nicht sagen, weil wir haben den jetzt für Erwachsene uns ausgesucht. Das ist aber sehr schön. Ja. So, achso, wir hätten natürlich auch hier mal gucken können, wenn wir auf dem Plan sind. Was ist denn die 1? Gibt auch einen Plan. Genau. Wir hören uns das an. Na? Genau. Wir schauen uns das an und Bilder gibt es jetzt zu sehen. Und dann sagen wir euch, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich. Das glaube ich auch. Thank you.
Kloster Jericho. Habt ihr gerade gesehen? Ja, war doch ganz nett. Also wir fanden es schön. Die 7 Euro, was es kostet, haben sich auf jeden Fall gelohnt. Pro Person natürlich. Ne? Pro Person, also 14 Euro. Aber dafür, wenn man sich überlegt, wir waren jetzt gut fast 2 Stunden unterwegs. Ja, also es gibt einen Audio-Guide. Das heißt, ihr könnt euch das in Ruhe anhören und so weiter. Immer pro Situation, die dann da ist. Und das war schon ganz interessant. Im Endeffekt, das, was auf den Schildern da so steht, das lesen sie vor. Und ich muss aber sagen, der ist sehr gut gemacht, der Audio-Guide. Also man fühlt sich da wirklich mitgenommen, weil es auch mit 2 Leuten gesprochen worden ist. Einmal das Alte, einmal das Moderne. Sehr gut gemacht. Also, können wir euch auf jeden Fall empfehlen. 5 Stellplätze gibt es hier. Genau, kostenfreie Stellplätze, da stehen wir jetzt halt. Also wir können das ja mal zeigen hier aus dem Auto raus. Genau. So sieht das Ganze hier aus. Also so schräg, es ist auch schräg, du brauchst mal ein paar Auffahrkeile auf jeden Fall. Ja, genau, wir stehen hinten auf Auffahrkeilen, dadurch sind wir jetzt gerade. Genau, und jetzt haben wir es 11:45. Genau, jetzt, also Viertel eins. Jetzt wird Essen gemacht. Und zwar ganz typisch, weil... Wir haben ja Tag der Deutschen Einheit. Wir sind in einem Fahrzeug, was im Westen produziert worden ist. Eigentlich stimmt es im Osten, in Slowenien. Und im Süden. Im Süden erstmal in erster Linie. Ne? In Italien erstmal. So. Ach ja, da war ja auch noch. Dieses komische Ding kommt aus Italien. Das nehme ich weg. Ja. Kommt aus Slowenien. Gut, und was gibt es? Spaghetti à la Ostdeutsch. Sag ich immer so gerne. Spaghetti mit Würstchen. Genau. Und das macht Stefan jetzt. Und richtig. Dann melden wir uns nachher nochmal wieder. Wieder ist es mal soweit. Ja, es wird mal wieder gegessen bei uns. Immer nur essen. Mann. Das stimmt nicht, wir haben eben gerade Kloster. Wir haben noch gar nicht gezeigt, hier mit Essen. Stimmt, das ist richtig. Erzähl doch nicht so was hier. Aber wir haben auch wieder Teig für Brot gemacht. Ja, dann müssen wir heute Abendbrot haben. Ja, was muss man dazu sagen? Ja, während Stefan gekocht hat, Würstchen habe ich ja geschnibbelt, deshalb sind die so auch noch, wie sie aussehen. Ja, ist uns doch gut geworden. Haben wir nach einer Anfrage rausgeschickt für unser 500. Video. Ja. Leider eine Absage da erteilt, das heißt, wir müssen noch gucken. Für einen Stellplatz, wir wollten nämlich... Nein, wir fahren noch wohin? Nicht. Genau, aber wir wollen noch wohin und wir wollten dort den Stellplatz buchen. Das ging aber nicht mehr, weil alles belegt, also nur spontan halt noch. Genau, weil das wird unser 500. Video. Also alter Falter, wie weit das schon war. Dauert aber noch einen Moment, ne? Ja, wer weiß, wann dieses Video kommt, keine Ahnung. Deshalb können wir jetzt nicht behaupten, auf jeden Fall. Aber das 500. Video kommt nach diesem Video. Ihr werdet es mitkriegen, auf jeden Fall. So viel ist geplant. Ja, jetzt haben wir noch dänische Cola. Und... jetzt lassen wir uns genießen und vielleicht können wir euch gleich nochmal was dann im Anschluss zeigen, weil viel kommt hier aus Jericho nicht mehr, weil wir haben noch Schluss viel Schneiderarbeit zu tun und ich muss mich mit meiner neuen Technik auseinandersetzen, also haben wir noch viel zu machen. Aber Gott sei Dank muss ich das nicht. Vielleicht gibt es noch was Schönes zu sehen. Schauen wir mal. Werden wir euch dann erzählen, wenn wir beim nächsten Mal wieder da sind. Mahlzeit. Mahlzeit. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Hier aus? Strahlt die Sonne aus Jericho. Ja, ich habe eben gerade überlegt, Tangermünde, nein. Nein, Quatsch. Wir sind nicht in Tangermünde, wir sind auf der anderen Seite der Elbe. Wir sind zwar noch in Sachsen-Anhalt, aber im Jerichoer Land. Genau, wir wollten ja mal nach Jericho. Also von daher haben wir uns das auch mal erfüllt. Und das haben wir definitiv geschafft. Und ihr habt es gesehen, wir haben es nochmal, wie ich ja gesagt habe, beim Mittagessen was versprochen und sah schon cool aus. Genau, war ja gestern noch. Heute ist natürlich schöneres Wetter, aber egal. In die Richtung wäre jetzt dann auf jeden Fall wahrscheinlich auch die Sonne gewesen, dass man nicht so gut gesehen hätte. Alles richtig gemacht. Ja, sonst hier, wie gesagt, am Kloster Jericho gibt es einen Stellplatz oder einen Parkplatz, sagen wir mal so, für 5 Wohnmobile. Ja. Strom ist gibt es 3. aber nur für 3 Wohnmobile. Wasser funktioniert seit, und das ist traurig, seit über 2 Jahren nicht. So lange geht das schon hier nicht mehr. Ja, aber es wird halt immer wieder Geld reingeschmissen, naja. Ja, da liegt sehr viel Geld drin. Über 7 Euro ist da schon drin, also... Könnte man ja auch mal Ist bald so weit, dass man es reparieren könnte. Naja, für 7 Euro vielleicht ist das noch eine Spendenmöglichkeit. Da sollte man da Geld reinwerfen. Ja, wir haben tatsächlich nochmal Strom genommen, haben aber jetzt nur 80 Cent für ungefähr eine Kilowattstunde bezahlt. Ja, wir wollten zumindest die Batterien nochmal aufpulvern, weil wir haben ja noch nicht den großen Ladebooster. Also das heißt... Hast du den echt gestern bestellt? Nee, habe ich noch nicht. Das wollten wir noch machen. Mann, vergessen. Auf jeden Fall, wie gesagt, 5 letzte Mal steht so schräg, werden wir euch jetzt gleich nochmal ein paar Bilder einblenden, wenn wir zum nächsten Spot fahren. Denn jetzt geht es eigentlich drum. Wochenende mit insgesamt 4 extrem, wie würde Britta sagen, süßen Leuten. Ja, definitiv. Sind alle süß. Alle süß, ne? Der ist am süßesten. Ja, nee, der ist am süßesten. Also Schleimspur, also ja. Tut uns leid. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nach Neustadt, Klever, Neustädter See. Da haben wir einen schönen Campingplatz. Dank Miri, die hat uns den empfohlen. Genau, und du hast den Obwohl sie den gar nicht weiß, wie der ist, aber sie hat ihn uns empfohlen. Jetzt können wir ihn austesten. Und ich muss schon sagen, Kontakt, der erste war richtig gut. Man hat vor 2 Tagen nochmal eine E-Mail bekommen. So die Information, also da fühlt man ein rundum sorglos Paket. Ja. Jetzt schon mal gesagt. Und alles andere, was jetzt noch kommt, müssen wir uns dann angucken, ne? Das kommt jetzt einfach. Ja. Angekommen. Ja, jetzt halt es hier, weil wir nämlich mitten in der Schleuse sind. Die Tore schließen sich, also besser gesagt das hintere Tor. Und wir warten jetzt darauf, dass es uns anhebt. Ja, mal gucken. Also für uns war das ja auch noch nichts. Ne? Wir haben ja noch nie eine Schleusung gemacht. Das ist eine Selbstbedienungsschleuse. Aber ist alles beschrieben. Da gibt es eine große Tafel. Da steht es drauf, was machst du. Und jetzt steht halt, Achtung, Tore schließen. Ist zwar nur eins, aber egal. Also es ist gut beschrieben. Ja, wieso ein linkes und ein rechtes Tor? Ja, genau, aber es geht nur eins zu und nicht beide, ne? Und genau. Ja, mal gucken, dann müsste es ja hier bald hochgehen sozusagen. Wir sind sehr gespannt. Definitiv. Ja, sonst sind wir gut durchgekommen, haben jetzt zum ersten Mal den Rest, also wir haben jetzt alle 14 Stücke, die wir so kennen, sind wir jetzt wirklich abgefahren. Ja. Ja, jetzt hört man auch das Brummen, wahrscheinlich kommt die Wasserschleusung. Auf jeden Fall interessant und wir haben einfach gesagt, Wetter passt perfekt, deshalb machen wir hier eine Paddeltour. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal das Handy starten, damit ihr auch wisst, welche Tour wir machen. Ne? Ja, genau. Und bei Gefahr roten Hebel ziehen. Also hier gibt es noch einen roten, da muss man dann den roten Hebel ziehen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber wollen wir ja nicht. Sollten wir denn vielleicht ein bisschen weiter nach hinten, damit du auch die Chance hast, den Hebel zu ziehen? Hilft dir nicht so? Nee, ich komme da ran, der ist ja hier direkt. Dann bin ich ja froh. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, wir werden euch jetzt schöne Bilder zeigen hier, wo immer wir sind. Und dann melden wir uns nachher vom
Campingplatz wieder. Ja. Theoretisch hätten wir jetzt schon drauf fahren können, aber wir wollten jetzt einfach eine Tour machen. Weil und wir wollten auch mal die Schleuse hier mal benutzen, mal sehen. Ist der einzige Grund. Wir fahren jetzt einfach nur raus und dann fahren wir wieder zurück, weil wir wollten nur schleusen. Nein, wir werden jetzt hier die Elde hochfahren. Irgendwas hier in der Art ist genau. Das. Die Elde erreicht. Genau. Jetzt machen wir hier eine kleine Pause. Genau, haben nämlich Kuchen gekauft. Genau, das wollen wir jetzt gleich essen. Und dann geht das wieder zurück. Ja, das war jetzt nicht so viel, vielleicht so 2,6 Kilometer ungefähr. Aber stromaufwärts ist schon okay, das reicht, glaube ich, aus. Und ja, man kann dann, jetzt muss ich wieder die Kamera kurz drehen, das was Stefan immer so gerne macht. Also das ist wieder der Kanal da gerade zu, ne? Genau, von dort geht es in die Schleuse dann. Genau, da kann man nochmal schleusen und dann sind da überall links und rechts solche Fischer-Dinger, ne? So ein Fischgedöns. Ja, das ist eine Fischfarm sozusagen, also das heißt Fischteiche. Und dort kann man im Prinzip einmal entweder außen drum rum um den Fischteich oder halt durch den Kanal durch. Eigentlich durch den richtig. Kanal, da fahren auch die Boote lang. Genau. Ja, und wie gesagt, ob wir das machen, tja, das erfahrt ihr erst frühestens im nächsten Jahr, denn das soll erstmal für uns diese Paddeltour gewesen sein. Ja, ja. Alles, was wir jetzt noch in Bildern finden, das zeigen wir euch. Wir machen jetzt unsere Kuchenzeit und dann geht ihr zurück, denn wir müssen ja irgendwann auf den Stellplatz. Wie spät haben wir es jetzt? 14 Uhr. Ja, perfekt, Kuchenzeit, ne? Ja, hätten super. Hätten Kaffee und Tee noch mitmachen. Das hätten wir noch machen sollen. Haben wir nicht gemacht. Hm, Pech gehabt. We can feel the same. I've said too much, I do agree. If I
Nun sitzen wir hier schön in der Sonne, sind nicht mehr alleine. Ja, wir sind endlich angekommen. Hat auch ewig gedauert, bis wir alles gefunden haben und bis es sich hin und her gestellt hat. Und gibt sogar noch ein zusätzlichen Van dazu. Genau, nicht wir sind nur, Überraschungsbesuch. Nicht nur drei, sondern vier Vans. Mhm. Inwiefern wir das wieder erwähnen dürfen, müssen wir dann wieder schauen. Mhm. Ja, wir sind halt mit Leuten unterwegs, die mögen Kamera nicht so. Ja, alle kamerascheu. Aber trotzdem sind sie teilweise in Räumen zu sehen, ob sie voll oder nicht voll. Ja, aber von Weitem, ganz weit von weg. Von Weitem, vom Kurzen. Oder werden die Gesichter schon verzogen? Wobei, auf dem Thumbnail habe ich ja extra noch so ein Smiley drauf geklatscht, damit das nicht so auffällt. Stimmt. So einfach ist das. Ja, wir werden jetzt einen schönen, was haben wir denn hier? Nachmittag. Nee, es ist gleich 17 Uhr schon Abend. Ja, früher Abend, ne? Früher Abend, und die Sonne blendet mich. Ja, aber ist doch schön, dass wir noch ein bisschen Sonne haben. Ja, es ist warm. Herrlich. Sonst wird es kalt. Ja, eben, also. Hier sind überall Mücken. Wir müssen noch Abendessen machen. Aber das machen wir dann in Ruhe, wenn alle da sind. Ja, okay, das kann ja dann noch ein bisschen dauern. Ja, wir sehen dann, wenn wir Hunger haben. Guten Morgen. Auch wenn wir gar nichts sehen, aber es ist natürlich schönes Wetter. Also für euch, wir haben jetzt wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um halt eine perfekte Belichtung für uns hinzukriegen. Genau. Ob das jetzt so gut ist für unsere Augen, naja, lassen wir mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall recht frisch, 3 Grad, aber es ist irgendwie also ganz klare, schöne Luft. Ne? Ja. Also typische Herbstluft. Und ja, ihr seht, Wetter passt, also alles gut, es wird ja wärmer. Und in der Sonne ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, und was ihr, glaube ich, jetzt auch gerade gesehen habt, das ist halt die neue Technologie, das neue Kamera-Equipment, was wir haben. Eine sternklare Nacht hatten wir gehabt. Genau, also die Telefone, die können jetzt ein bisschen mehr. Also wir haben halt die neuen iPhones gekauft. Naja, aber schon schön. Macht schon Spaß, wenn dann vernünftige Bilder dabei rauskommen. Ne? Ja, und für euch... Seid ihr wieder, die müssten ja Geld haben. Nein, wir haben unsere alten Handys weiter in Zahlung gegeben. Also dadurch ist das ja nicht so teuer. Und dann nochmal, auch dort sind denn die Handys nochmal in die Recycling gehen. Das heißt, wir machen den Kreislauf des Lebens. Ja, wir sind hier auf den Barracuda Beach Camping in Neustadt-Kleve. Genau, ja. Kleve, nicht Kleve.
Glewe mit G, nicht Kleve. Ja, ich muss das nur mal verbrennen. Besser also, nicht, dass ihr nach Kleve sucht. Früher hieß es gucken. Das, eigentlich heißt das Wort aber gucken. Ich wollte gerade sagen, hier heißt es doch gucken. Nee, ich habe das auch mit G geschrieben. Ja. Eigentlich, wie ich das gehört habe. Und wenn das falsch ist, dann hat mir die Vera F. Birkenbier einen Blödsinn erzählt. Aha. Kann ich nichts dafür. Ah, so, ja. Wir holen jetzt Brötchen für die Sammelbande. In der Hoffnung, dass noch keiner die hat, aber ich habe bisher keine im Camp gesehen. Also von daher wird schon. Also ich erwarte, dass sie im Camp sind. Und ja, wir sind gespannt, was wir heute so erledigen. Wir müssen nochmal einkaufen. Das werden wir mit den Rollern machen. Vielleicht machen wir Wikinger-Schach. Schauen wir mal. Mal sehen. Ja. Wir werden euch da auf jeden Fall ein paar Szenen mit einblenden. Wir nehmen euch ja mit. Ja, also Stück für Stück werden wir das Wochenende genießen. Ja, gefrühstückt haben wir. War lecker, genau. Jeder hat für sich gefrühstückt, weil war doch ein bisschen kalt mit 3 Grad, habe ich ja gesagt. Aber wir hatten schon 5 Grad, ne? Hatten wir dann 5 Grad? Wir hatten dann schon 5 Grad. Ah, egal. Aber jetzt sind 8 Grad und Sonne scheint. Genau, ich wollte gerade sagen, hier in der Sonne ist das natürlich total schön. Wobei, stimmt gar nicht. Also mein Handy sagt, wir haben gerade 11 Grad. Ja, es wird halt jetzt auch wärmer, ne? So ist es nicht. Ja, wir haben theoretisch jetzt alle hochgescheust, deshalb sitzt da in der Jury kein weiterer Mensch mehr. Genau, wir wollen nämlich jetzt, was wollen wir machen? Also was hat man sich hier entschlossen oder für was hat man gesagt? Ein Wandergang oder ein Spaziergang. Moin. Morgen. Also je nachdem, wie man das nehmen will. Also die einen behaupten, es ist ein Wandern, die anderen sagen, es ist ein Spaziergang, die anderen sagen, es ist Sport. Ja, naja, was auch immer. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier nochmal spazieren gehen und Einer Burg. Schauen wir mal. Wo ein gutes Restaurant ist. Ich hätte da sogar was zum Essen gefunden, aber wir haben ja selber was zum Essen. Ich wollte gerade sagen, soll ich nicht Braten machen? Ja, wir haben ja was. Ja. Und wir müssen dann auf dem Rückweg noch einkaufen. Vor allem dürfen wir eins jetzt nicht vergessen, wenn wir rausgehen. Na, den Müll mitnehmen. Weil sonst haben wir irgendwann eine riesen Müllhalle vor uns. Und das wollen wir nicht. Und alles Schöne, was es zum Schönen zu sehen gibt, fangen wir euch ein und zeigen euch jetzt. Das ist ein Plan, oder? Jetzt verlassen wir unsere kleine Wagenburg. Weil du ja fleißig warst mit Peter zusammen. Ihr habt ja was ins Diene gemacht. Genau, wir haben nämlich eine indirekte Beleuchtung nachgerüstet. Das macht echt, also das ist schön. Das ist auf jeden Fall mega gut. Deshalb hast du jetzt wohl was ist das so, auf Lebenszeit spielt Dritter mit dir jetzt Wikingerschaft. Ach so, andersrum. Naja, ist das Gleiche. Das Problem ist so, ich glaube, hier wollten wir das machen. Ja.
Unter den Eicheln, dann kriegen wir noch was ein auf dem Dach. Wäre es nicht besser, wenn wir es dann da machen, wo nicht die Eicheln sind? Ja, können wir auch. Egal. Ich würde das jetzt nicht so unter einen Eichelbaum machen wollen. Ja, das tut ja nicht weh. Alles gut. Nee, das werden wir jetzt machen und ich glaube, da wird es ein paar Szenen für einblenden, ne? Oder sowas. Da werden wir dann Szenen einblenden. Versuchen, bestimmt. Genau. Auf jeden Fall mal gucken. Theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, spielt auf jeden Fall Team Niedersachsen gegen Team Schleswig-Holstein. Na, da bin ich mal gespannt. So, dann bauen wir mal auf. Das tun wir jetzt. Let it all out on me. You won't get closer to me. If you want to open your door. If that's what you want. Ja, was soll man sagen? Da ist der Sack wieder. Ja, Peter und wir zwei. Gegen den Rest, also gegen die vier. Gegen den Rest der Welt, man muss dazu sagen, das erste Spiel haben sie einen fast abgezogen, aber nur fast. Genau, und dann haben wir losgelegt, dann haben wir uns eingegruft, ne? Also das war schon also man muss einfach, nett. Ich glaube, im ersten Spiel waren 5 Bauern noch da und im letzten Spiel waren sogar 6 Bauern noch da. Also richtig absolut. Freuen wir uns darüber? Ja, genau, wir freuen uns definitiv darüber. Ja, den anderen hätten wir den Sieg auch gegönnt, aber ja, immer. So ist es halt, ne? Ja, wieder zurück im Camp und jetzt werde ich den Braten mal drehen. Genau, jetzt wird gebraten. So, guten Morgen aus Neustadt Glewe. Wir haben eigentlich sehr gut genächtigt. Toller Platz hier. Ja, Waschhaus direkt, Grauwasser direkt, Frischwasser, alles hier am Platz. Strom ist anbar. Negativ, das muss man definitiv sagen, ist, wenn man auf einem Sonntag länger bleiben will, dass man eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro, wenn man sich überlegt, wenn man alleine hier in den 80 bezahlt man gerade mal 10 Euro, das heißt, die Bearbeitungsgebühr ist teurer als der Stellplatz. Ja. Das werden wir denen auch nochmal schreiben, dass wir das irgendwie unglücklich finden. Kann man, glaube ich, besser machen. Sonst sind die Plätze wirklich sehr gut, sehr riesig. Wenn man sich das mal anschaut, das hier theoretisch sind 2 Plätze. Ne? Das stimmt gar nicht, es sind 3 Plätze. Irgendwo ist die mit der Markierung. Aber ja, da ist der weiße Platz. Das heißt, so groß ist ein Platz, also richtig groß, das kann man sagen. Ja, Strom muss man gucken, dass man ein langes Kabel bei hat, aber sonst auch relativ ruhig. Die Autobahn ist, wie gesagt, dort direkt dahinter. Das heißt, die hört man, wenn der Wind blöd steht, hört man sie schon. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir haben jetzt mit 3 Vans 6 Leute 120 Euro bezahlt, 4 Euro Strom. Das ist alles im Machbaren. Ja, Fähr- und Entsorgung, wie gesagt, das Gute ist, hier ist auch Grauwasser direkt dann am Platze. Also alles in Ordnung, wie gesagt, bloß das mit dem länger bleiben. Das ist hier ein Problem, aber das müssen wir dir nochmal sagen. Runter vom Stellplatz. Jawohl. Geht's für uns jetzt Richtung Ludwigslust. Jawohl. Alle hinterher. Alle hinterher, genau. Die Armada hier, die 4 Vans, 3 Vans sind hier vor uns. Ja, wollen uns Ludwigslust anschauen. Mhm. Dann gibt's lecker Eis, wenn alles gut geht. Schauen wir mal. So ist der Plan. Ja, und dann würde ich sagen, zeigen wir euch hoffentlich schöne Bilder von Ludwigslust. Also Peter hat uns das ja mehr als schmackhaft gesprochen. Das soll wohl sehr schön sein. Definitiv. Schauen wir mal. Genau. Und dann melden wir uns wieder. Ja.
Eis war lecker. Oh ja. Naja, du hast ja gleich nochmal nachgelegt, aber sei dir auch gegönnt. Ja, es war das letzte Mal. Ja. Die Eispiraten, die in Dürmitz sind, sind nämlich auch in Ludwigslust. Und das war heute letzter Tag. Die gehen jetzt in Winterpause. Mhm. Und naja, dann muss man das schon mal ausnutzen. Und Ludwigslust. Das macht Lust auf mehr, auf jeden Fall. Schöne Stadt, muss man sagen. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Bilder davon zeigen. Also, ich glaube, da war so einiges zu sehen. Ja, na, das auf jeden Fall. Also, ist schön angelegt. Schöner Parkanlage, das Schloss da. Ja. Auch die Kirche, die Stadtkirche. Ja. Kirche, sehr schön. Und man muss sagen, rundherum, wie gesagt, Miri war ja eine Überraschung. Ja, das war super. Toll, echt toll. Haben die Mädels gut gemacht. Mhm. Und insgesamt muss ich sagen, es war einfach ein tolles, langes Wochenende. Wir haben was Neues erlebt. Jericho, das Kloster, sehr, sehr zu empfehlen. Ja. Kann man wirklich nur sagen. Der Stellplatz, wie gesagt, ist an der Hauptstraße, an der 107, das muss man wissen, da wird's halt lauter. Das, wer sehr empfindlich ist, für den ist der Platz wahrscheinlich nicht. Und Kuschelparken ist angesagt, weil die gegenüber parken. Die Parkplätze sind so. Genau, es ist kein Stellplatz, wo man Stühle rausstellen kann und so weiter. Das geht halt da nicht. Das ist so. Genau, wie gesagt, denn der Stellplatz in Neustadt Kleve kann man definitiv, oder Kleve. Kleve, wollte ich gerade sagen. Neustadt Kleve. Mhm. Wie gesagt, ist auf jeden Fall gut. Was uns nicht gefallen hat, haben wir ja schon gesagt. Brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Nö. Insgesamt, wie gesagt, ein absolut schönes, verlängertes Wochenende. Was jetzt vorbei ist, wir fahren nach Hause. Leider. Haben 180 Kilometer vor uns. Mhm. Die werden wir jetzt auch abrocken. Also Stefan rockt das dann ab. Mhm. Und dann hoffen wir, dass wir um 5:30 zu Hause sind. Alles ausräumen. Dann Essen machen. Ja. Und dann geht's morgen schon wieder zur Arbeit. Ja, so ist das. Ist das schöne, lange Wochenende vorbei. Aber gut, es war schön. Das auf jeden Fall. Genau. Ja, unser nächster Reisevlog, keine Ahnung, wann der kommt, kann ich euch jetzt echt nicht sagen, weil das Römmen ist hinter uns, Neustadt Kleve. Ich glaube, so viel kommt nicht. Wie gesagt, die Planung läuft auf unser 500. Video. Das soll ja... Wann wird vielleicht der... Noch was im Herbst kommen, aber ja, müssen wir mal gucken. Ah ja, genau, Ahrtal. Genau. Das habe ich. Wusste ich jetzt nicht so genau, ob du das sagen wolltest, deswegen. Doch, das Ahrtal, ja, aber unsere 500. Folge, da werden wir nicht sagen, was es darum geht. Nee, das nicht. So, jetzt haben wir genug gelabert. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Liked, kommentiert, also liken ist das ja. Kommentiert, teilt das Video in allen Facebook-Gruppen, die ihr dürft. Und dann würde ich sagen, bleibt ihr vor allem gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.